Wir verlassen das schöne Lauterbrunnental. Wir fahren heute eine Etappe von etwas mehr als 200 Kilometern. Die Reise geht jetzt erstmal Richtung Norden, Richtung Interlaken, dann nach Osten entlang des Brienzer Sees. Einen Pass haben wir auch noch drin, den Susten. Und dann fahren wir den St. Gotthard Autobahntunnel in Richtung Süden, in Richtung Bellinzona. Unser Tagesziel ist der lange See, der Lago Maggiore. Jetzt haben wir uns eingerichtet bei schwülen 25 Grad hier am Lago Maggiore. Wir sind ohne Stau durch den St. Gotthard-Tunnel gefahren, was auch eine Seltenheit ist. Und das ist ein St. Gotthard-Bier wert. Was ich euch nicht vorenthalten will, sind ein paar Eindrücke vom Sustenpass. Einfach genial. Einfach super. Es war ein Fest, diesen Pass zu fahren. Heute gibt es keine hohen Pässe. Heute gibt es Täler. Und die führen im Gebirge zumeist in die Höhe. Wir nehmen als erstes das Versalzkatal unter die Räder. Von den fantastischen Tessiner Tälern ist das unter Naturschutz stehende Versalzkatal eines der aufregendsten. Für Romantiker, aber auch für Abenteurer.
Wir machen einen ersten Stopp an einer großen Staumauer. Hier kann man Bungee springen. Die Mauer diente als Kulisse in einem James Bond-Film. Weiter geht's. In La Vertezzo fließt die Versazza unter der malerischen Doppelbrücke Ponte dei Saldi hindurch. Sie ist eine Steinbrücke mit zwei Bögen, die im Mittelalter gebaut wurde. Nach der teilweise Zerstörung im Jahre 1868 wurde sie nach fast 100 Jahren neu aufgebaut. Das Versazzatal bietet diverse Bade- und Schwimmmöglichkeiten. Der Fluss mit seinem glasklaren und smaragdgrünen Wasser kann allerdings auch Gefahren bergen. Einige Kilometer weiter finden wir eine alte Wassermühle. 1880 wurde von dem Müller Luca Lanini diese Mühle erbaut. Man mahlte bis 1951 Maismehl und Roggen für die Bewohner des Tals. Heute malt die Mühle dank der Restaurierungsarbeiten wieder Maismehl für Polenta. Genau wie damals setzt das im Kanal fließende Wasser das alte horizontale Holzrad in Bewegung. Waren das nicht wunderschöne Bilder hier durch das Versazzatal? Hier hinter uns im Ort ist die Fahrstraße zu Ende. Wir dürfen auch nicht mal mehr in den Ort reinfahren, müssen außerhalb auf einem Parkplatz anhalten. Es geht auch gleich weiter. Wir fahren gleich in das Maggiatal. Das ist genau wie hier eine Sackgasse. Und lassen wir uns überraschen, was wir da sehen. Doch vorher müssen wir wieder runter zum See. Und dann biegen wir in das Valle Maggia ab. Das Maggiatal verzaubert mit seinen idyllischen Tessiner Dörfchen, dem kristallinen Fluss, der üppigen grünen Vegetation und seiner wilden Natur. Immer wieder lassen uns markante Gebäude einen Fotostopp einlegen.
Uns gefällt der Tessiner Baustil. Massive Keller aus Natursteinen und obenrum viel Holz. Da werden ehemalige Lagerhäuser zu Ferienheimen umgebaut. Und dann sehen wir sie. So richtig will sie sich eigentlich nicht in das Dorf einfügen. So ganz anders ist sie. ...1986 wurde das kleine Bergdorf Murgenow von einer Lawine getroffen. An genau dieser Stelle stand eine barocke Kirche, die völlig zerstört wurde. Nach einer Phase der Planung und Entscheidungsfindung entschied das Komitee für den Wiederaufbau, ein auffälliges Projekt zu wagen. Der Plan des renommierten Luganer Architekten Botta wurde realisiert. Seit seiner Fertigstellung hat das Gotteshaus zahlreiche Besucher angezogen. Als Baumaterial wählte er Marmor und Gneis im Wechsel und erzeugt dadurch einen reizvollen Farbeffekt. Der Gneis stammt aus dem Matschertal, der Marmor aus dem nahen Petschertal. Als wir eine Zeit hier sitzen und uns umsehen, entsteht doch eine gewisse Spannung. Wir assoziieren den Bogen als direkten Aufstieg in den Himmel. Wir touren noch bis ans Ende des Tales und entdecken diesen See. Sicher wird auch er als Speicher dienen. Lago Maggiore, welch klangvoller Name. Wir sind mit unseren Fahrrädern unterwegs. Wir wollen ein Stück des Uferradweges fahren. Zurzeit sind wir jetzt hier in Locarno und wir wollen noch weiter rüber, noch weiter Richtung Süden nach Ascona. Schon am Ufer des Genfersees sehen wir einige Schmankerl. Und das soll noch gesteigert werden, als wir in die Altstadt kommen. Die Città Vecchia, die Altstadt, ist voller Überraschungen und interessanter Entdeckungen mit ihren Boutiquen und Cafés, mit Herrschaftshäusern und Kirchen.
Locarno ist bekannt vom renommierten Locarno Filmfestival, dem wichtigsten Filmfestival der Schweiz, und den Konzerten, bei denen internationale Musikstars in einzigartiger Atmosphäre das Publikum verzaubern. Auch so die Volksfeste und den Wochenmarkt. Die Piazza schenkt einmalige Momente. Wir radeln weiter in das mondäne Ascona. Ascona ist mit seiner direkten Seelage, den Palmen und dem mediterranen Ambiente ein wahrhaftiges Paradies. Geprägt von Geschichte, Kunst und Kultur ist es ein beliebter Ferienort. Die prägnante Seepromenade macht das kleine Städtchen am Lago Maggiore zu einem einzigartigen Hingucker. Die bunt gestrichenen Häuser machen aus dem ehemaligen Fischerdorf einen ganz speziellen Ort. Mit dem mediterranen Flair, der einlädt, sich zu entspannen, zu flanieren oder einen prächtigen Sonnenuntergang über dem See zu genießen. Das ist Ascona. Ihr seht Ascona. Wir beenden hier unsere Grand Tour aus Switzerland. Wir haben viel gesehen auf dieser Reise. Wir haben fast diese 1600 Kilometer Strecke hinter uns gebracht. Viele Eindrücke, aber ihr habt ja auch vieles mitbekommen. Das wird bei uns jetzt hier der südlichste Punkt vermutlich sein, denn unsere Reise geht weiter über die Autobahn Richtung Milano, Richtung Italien. Und das kommt in der nächsten Staffel. Freut euch drauf.